Willkommen bei Stenografie lernen mit Dominique Larrier. Mit dem Ende dieser Lektion bleiben nur noch 8 Kürzel zu lernen. Heute lernen wir die Kürzel schafft, wieder, voll, völl, ohne. Das Kürzel schafft wird nur als Nachsilbe gebraucht. Es sieht aus wie das Zeichen für die Mitlautfolge FR, das auf 3 Stufen verlängert wird. Das Zeichen wird nicht hoch bzw. tief gestellt. Es endet immer an der Untergrenze. Das Zeichen darf nach Bedarf verlängert und die Kopfschleife verändert werden. Schafft. Botschaft. Wortteil Bot. Nachsilbenkürzel schafft. Es ist 3-stufig und endet hier an der Untergrenze. Botschaft. Landschaft. Wortteil Land, Kürzel schafft. Auch hier ist es 3-stufig und endet an der Untergrenze. Landschaft. Kundschaft. Wortteil Kund, Nachsilbenkürzel schafft. Das Kürzel wird nicht tief gestellt, sondern endet an der Untergrenze, genau wie beim Wort Landschaft. Kundschaft. Landschaftspark. Wortteil Land. Kürzel schafft. Das S wird vorgelegt. Der Wortteil Park kehrt zurück auf die Grundlinie. Landschaftspark. Wissenschaft. Wortteil Wissen. Kürzel schafft. Hier oben sehen wir sehr schön, wie die Kopfschleife sich nach Bedarf verändert. Wissenschaft. Wissenschaftler. Hier haben wir ein schönes Beispiel, wie das L, das dem Kürzel Schaft folgt, vorgelegt wird. Wissenschaftler. Bürgschaften. Wortteil Bürg, Kürzel schafft. Das Kürzel wird nicht hochgestellt. Die Endung en wird hier unten angeschlossen. Bürgschaften. Freundschaftlich. Wortteil Freund. Kürzel schafft. Das Kürzel wird nicht tief gestellt, sondern endet ganz normal auf der Untergrenze. Das Kürzel Lich wird hier unten angeschlossen. Freundschaftlich. Bekanntschaft. Wortteil bekannt. Vor dem Nachsilbenkürzel schafft fällt das Aufstrich T weg. Kürzel schafft. Bekanntschaft. Bereitschaft. Wortteil bereit. Das Aufstrich T in Eid fällt vor dem Kürzel weg. Kürzel schafft.
Bereitschaft. Bewirtschaftet. Wortteil bewirt. Das Aufstrich T fällt wieder weg. Kürzel schafft. Die Endung ET wird hier unten angefügt. Bewirtschaftet. Aber der schafft. Kürzel der. Das Wort schafft wird ganz normal ausgeschrieben. Der schafft. Geschafft. Kürzel GE. Auch beim Wortteil schafft darf das Nachsilbenkürzel schafft nicht verwendet werden. Der Wortteil wird ganz normal ausgeschrieben. Geschafft. Das Kürzel wieder wird geschrieben wie ein hochgestelltes W, dessen unterer Teil mit der Kopfschleife eines Ds verschmilzt. Es wird gebraucht für die Wörter wieder, wieder und widre. Wieder. Wiederum. Kürzel wieder, Wortteil um. Wiederum. Wiederholt. Kürzel wieder, Wortteil holt. Wiederholt. Wiederkommen. Kürzel wieder, Wortteil kommen. Wiederkommen. Wieder. Erwidern. Kürzel er, Kürzel wieder, N. Erwidern. Unwiderstehlich. Kürzel un, Kürzel wieder, Wortteil steh, Kürzel dich. Unwiderstehlich. Widerrede. Kürzel wieder, Wortteil Rede. Widerrede. Widre. Widrig. Kürzel widre. Enge Verbindung mit Hochstellung für I, G. Widrig. Widrigkeiten. Widrig wie das Wort zuvor. Kürzelkeit. N. Widrigkeiten. Das Kürzel voll sieht aus wie das Kürzel vor mit einem angeschlossenen L. Voll. Vollmacht. Kürzel voll, Wortteil Macht. Vollmacht. Unvollständig. Kürzel un, Kürzel voll,
Wortteil ständig. Unvollständig. Wertvoll. Wortteil wert. Hier oben an das Aufstrich T wird das Kürzel voll angefügt. Wertvoll. Das Kürzel voll wird geschrieben wie das Kürzel voll, nur mit verstärktem L. Völl. Völlig. Kürzel völl. IG. Völlig. Das Kürzel ohne wird geschrieben wie ein langer, halbstufiger Anstrich mit einem nach links gezogenen Abstrich. Ohne. Ohne dies. Kürzel ohne. Direkt daran schließen wir das Kürzel dies an. Ohne dies. Ohne gleichen. Kürzel ohne. Wortteil gleichen. Ohne gleichen. Ohnmacht. Kürzel ohn, hier ohne das E. Wortteil Macht. Ohnmacht. Das war's wieder für heute. Das Übungsblatt für die Kürzellektion 20 finden Sie kostenlos auf meiner Homepage www.dominique-clarier.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihre Dominique Clarier.